Beine. Sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich hab solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Devorantis. Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Okay. Los! Ziel auf den Helm! Schleuder ihm einen Stein an den Kopf! Los! Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Ich die erwischte. Weißt du, wo die Schleifsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Und den nicht bei den Helm auch? War nicht schnell genug. Oder muss ich erst den... Warte mal, ich mache erst den einen weg, glaube ich. Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Nummer eins. Ah!
dann sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Wo ist das Château d'Ombrage? Hier, klar. Folgt mir. Okay. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Hier sind überall Spuren. Hier wimmelt es von Wildschweinen. Das freut mich. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Anicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Go. Halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Sie suchen immer noch nach mir. Wie soll ich mich denn da durchsneaken? Durchs Gras wahrscheinlich. Dann ist auch Gras. Wie soll ich denn laufen zuerst? Der Ausgang ist rechts von uns. Okay, das steht da zu lange. Wenn ich dem den Helm wegschieße. Oder bleibt das stehen? Oder? Oder müssen wir uns hier von Busch zu Busch sneaken? Weil eigentlich wird... Ich glaube, ich schleiche mich mal hinter denen. Mal gucken, ob das klappt. Alles an... Oder die schicken uns einmal komplett rum bis zum Tor. Glaube... Ja, die schicken uns einmal rum. Okay. Was macht denn die Melli hier? Hallo. Okay, was auch immer er da macht. Gott, ist das sneaky hier. Hat nicht gereicht, oder? Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Ach, scheiße, jetzt kommt der Typ zurück. Fuck. Nichts zu berichten. Wie mache ich denn das? Ist doch kacke. Das scheiße getimt, glaube ich. Fuck. Okay, ich warte jetzt, bis der umgedreht ist. Dann läuft der los. Nur wirklich rüber. Da lang, glaube ich. Los, Attacke. Hey, da
schon wieder. Eine Sekunde. Du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. Boah, ist das ein riesen Umweg, um zum Tor zu kommen. Aber wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Rost geholfen hat. Er sitzt in der Bastion. Ach, halt, da kommt jemand. Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Der dreht um. Okay, wir das jetzt dahin schmeißen. Ich hab da drüben was gehört. Und? Immer noch nichts? Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Bloß Kinder? Dafür suchen aber jede Menge Männer nach ihnen. Und der Großinquisitor setzt denn hier Nikolas ganz schön zu. Nikolas hat schon Schlimmeres erlebt. Man nennt sich doch sonst. Kommen wir da jetzt rüber? Ja, der guckt ja voll in unsere Richtung. Kacke. Nelly? Was geht denn da hinten wieder vor? Sehen wir mal nach. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Sind fast da. Ja, ich das weiß. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Nichts wie raus hier. Okay. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Was sind die so frech zu uns? Na los, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Und von wo kommt das Geräusch? Vorsichtig. Von den Devorantes. Nein, dann stell schnell welches her. Hab ich. Guckt er zu uns oder von uns weg? Okay. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellys Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifer weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Mhm. Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Ja, geil. Wirf es auf die Ratten. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Die da einfach durchgelaufen? Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns... Hallo, Pilotibell.
Okay, herstellen kann ich nichts. Warte mal, ich könnte mal was davon herstellen. Das Aquädukt, wir sind fast da. Na endlich, jetzt das werden Aquädukt. Wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Na gut. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh, Aquädukt. Aquädukt. Ist nice. Ich hatte es jetzt am Wochenende auch auf meine Wunschliste gepackt. Ellie, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Und dachte so, okay, jetzt muss ich mir das doch holen. Ist doch ziemlich nice. Ja, doch, es bockt schon. Also zur Ruhe kommst du hier auf jeden Fall nicht. Steine. Die Quali ist halt, also die Grafik ist halt mega nice. Komm, hoch mit dir. Ja. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit, nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Gibt's hier was? Nee. Kommt ihr jetzt mal hinterher? Kommt ihr? Oder nicht? Ja. Okay. Wie cool. Es wird doch gleich bestimmt wieder ein Ratten ausarten. Oh, wow. Oh. Nicht übel. Cool. Ist das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Gut gemacht. Na, mal gucken. Ich traue der ganzen Geschichte hier noch nicht so. Ja, da hinten ist eine Kiste, warte mal. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Wie sieht sie denn aus unter in dem Licht? Uiuiui. Eine Seilfähre. Okay. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Warum können wir da nicht einfach durchlaufen? Das ist doch voll flach, das Wasser. Manchmal muss ich das nicht verstehen. Kannst du mir helfen? Yep. Dieser Ort ist unglaublich. Ja, gar nicht schlecht. Schade, dass wir keinen Wein und Käse dabei haben. Das wäre herrlich gewesen. Aha. Kannst du mir zur Hand gehen? Kein Ding. Und wie geht's dir, Pilotibel? Ich hoffe, alles gut. Spam Das funktioniert nicht von selbst. Setz mit Hugo über. Wir kommen dann nach. Meinst du wirklich? Ja. Es ist ohnehin nur Platz für zwei. Naja. Ja. Gut. Kriegst du das hin, Melly? Lukas! Schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Ein Tag auf der Baustelle. Muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen.
Aber unser kleiner Bruder, der kriegt auch langsam... Wartet. Soll ich einsteigen? Ja, Ugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Ich nicht so gerne. Heute nicht. Gut, jetzt muss ich das wahrscheinlich rüberschicken, um mich zu holen. Hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Na, dann schicken wir mal das Boot rüber. Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ja, steck ein hinten. Ihr seid dran. Wir kommen. Oh, was passiert doch jetzt so 100%? Gut, ihr könnt loslassen. Ich mag nur was, das ist so besonders. Das ist alles. Melly, hör zu. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge. Alle drüber. Los, gehen wir weiter. So. Ziehen wir mal so blöd nachher, ne? Na dann, schauen wir mal. Verschlossen. Das steht doch nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Ich glaube, da steht jemand. Wenn man durch die Ritze guckt.